Eigentlich kennen wir Modeschöpfer Harald Glöckler extravagant, geschminkt und mit viel Bling-Bling am Körper. Natürlich wissen wir, dass auch er nicht immer so perfekt und auffällig gestylt ist, zum Beispiel, wenn er morgens aus dem Bett steigt. Dennoch haben ihn vermutlich nur seine engsten Vertrauten bisher so ganz ohne Make-up gesehen. Dies änderte er nun, indem er sich auf seinem Instagram-Account ganz natürlich und ungeschminkt präsentiert. Für seine Fans ein seltener Anblick. Wie offen und ehrlich sich der 55-Jährige nun zeigt, siehst du auf den nächsten Seiten. Die nackte Wahrheit nun bewies der Modeguru Mut zur abgeschminkten Wahrheit und postete auf seinem Facebook-Kanal Harald Glöckler pompös ein Selfie von sich in ungewohnter Pose. Dazu schreibt er, wenn man frühmorgens direkt nach dem Aufstehen der nackten Wahrheit ungeschminkt ins Auge blickt. Das Bild scheint ein starker Kontrast zu den sonst eher extravaganten Fotos auf seinem Kanal zu sein. Aber auch die Fans melden sich bei dem seltenen Anblick zu Wort, was sie dazu sagen, siehst du auf der nächsten Seite. Auch seinen Followern scheint der neue Look zu gefallen. Eine Userin schreibt, so schlimm sieht es mit Sicherheit nicht aus, im Gegenteil. Und auch bei einem weiteren Kommentar heißt es, sie müssen sich definitiv nicht verstecken. Sie sehen wunderbar aus, auch ohne Make-up. Scheint, als ob die Fans Harald Glöckler auch ohne Schminke bezaubernd finden. Ob er sich allerdings so aus dem Haus trauen würde, bleibt fraglich, schließlich ist die außergewöhnliche Erscheinung des Modeschöpfers sein Markenzeichen. Dennoch ein sehr seltener und überraschender Anblick des Designers. Optische Verwandlung nach dem Dschungelcamp 2022. In einem neuen TikTok-Video zeigt sich Harald Glöckler nun ganz verändert. Nach seiner Teilnahme beim Dschungelcamp 2022 hatte der Modeschöpfer ganze 11 Kilo abgenommen. Das sieht man ihm deutlich an. Während er im Camp noch weitestgehend auf Schminke verzichtete und nur auf Permanent-Make-up setzte, zeigt er nun wieder, dass er auch anders kann. Sein Gesicht hat er mit einer ordentlichen Portion Schminke verziert und auch sein Outfit hinterlässt einen pompösen Eindruck. Zu einem poppigen Song läuft er dabei über einen kleinen Catwalk. Auch in den Kommentaren fällt der neue Look auf, er hat so viel abgenommen, oder ganz schön schlank geworden, schreiben seine Fans.